Herzlich willkommen zurück, Leute. RPG A Day 2017, Tag 29 mit Frage 29. Heutige Frage: bestgelaufener Kickstarter, an dem ich beteiligt war. Ja, Kickstarter. Jawohl, definieren wir mal Kickstarter als Crowdfunding. Crowdfunding, was waren die erfolgreichsten Crowdfundings, bei denen ich beteiligt war? Eieiei, da muss ich jetzt mal ganz ehrlich nachdenken. Was war denn das erste, was ich jemals gemacht habe? Das erste war, glaube ich, die deutschen Handbücher von Kobold Press. Die haben ja diese netten kleinen Bücher zum Thema Gaming Design gemacht. Die tatsächlich über Ulysses dann durch ein Crowdfunding auch auf Deutsch erschienen sind. Das war das erste, was ich auf jeden Fall mitgemacht habe, das weiß ich noch. Das erfolgreichste, was ich gemacht habe, dürfte so ziemlich aktuell die Kaiser Retro Box für DSA1 sein, weil das Ding hat hier über 100.000 eingenommen. War ziemlich krass. Ja, man sieht es vielleicht, Werewolf. W20 habe ich auch mitgemacht und PDFs sind da, Bücher warte ich immer noch. Die sollen tatsächlich noch diesen Monat, glaube ich, wenn ich mich erinnere, noch erscheinen. Das wird ziemlich knapp. Boah, ich hoffe bald so sehr. Ich habe so Bock auf dieses Spiel. Ich will das unbedingt haben. Ja, aber das letzte Crowdfunding, was zumindest mit angekommen ist, was auch ein ziemlicher Erfolg war. Hat über 4000% eingenommen, wenn ich das richtig erinnere. Also 4000% des Grundeinkommens war das hier. Was ewig liegt, der Pathfinder Abenteuerpfad, der ziemlich Cthulhu-esk ist. Also quasi Cthulhu im Pathfinder-Universum. Der ist ziemlich krass. Es gab eine nette Deluxe-Edition dazu, muss man dazu sagen. Zwar sind das zwei Bände. Und die gab es auch als Deluxe-Version in einem Band. Die fand ich allerdings nicht so schön, weil ich fand das ziemlich cool. Plus, ich habe da nochmal ein Sonderband dazu. Ich weiß gar nicht, ob der auch dabei ist. Also muss man gucken. Also die drei Dinger habe ich bekommen. Ist schon ein dickes Paket und ich habe da so viel Zusatzmaterial bekommen. Ich habe Kampagnenwelt mit Karte, also Landkartenset. Plus kleiner Spoiler. Ja, auch Karten für die Kampagne bekommen. Ich habe Poster bekommen mit den Covern der Bilder. Es ist voll viel. Es ist Spielleiterleitfaden dafür, den ich aus irgendeinem Grund sogar zweimal bekommen habe, warum auch immer. Na gut, Vermächtnis der Nacht, Vermächtnis des Blutes ist jetzt Zusatzprodukte, die ich dazu bestellt habe. Muss ich ganz ehrlich sagen, die gehören jetzt nicht zu Crowdfunding. Ja, wie gesagt, du hast da was über Werwolfsjäger und Vampire und Vampirjäger. Und, ach ja, und auch noch eine Prämie. Diese Deluxe Charakterbögen. 5 Stück davon. Einer kostet 10 Euro. Ich habe jetzt nochmal 5 Stück dazu bekommen. Fand ich ziemlich cool. Und, das war tatsächlich eine Sache, da habe ich mich sehr drüber gefreut. Mit Starfinder Schnellstarter, beziehungsweise der erste Kontakt, eine kleine Einführung ins Starfinder-Universum mit ein paar Monstern. Und eine Einleitung. Ja, wird mittlerweile auch auf diversen Cons gratis verteilt, aber ich habe ihn halt eben vorher bekommen und bin schon ziemlich happy damit. Oh, jetzt muss ich die Bücher mal beiseite räumen, ich habe noch so viel da. Blala. Ja, das war jetzt allerdings nicht der letzte. Mal sehen. Aktuell läuft ja, wie gesagt, keine Retro-Box. Okay, My Little Pony war jetzt eine Vorbestellaktion, kein Crowdfunding. Da laufen jetzt momentan noch die Crowdfundings für Der Protektor von André Wiesler und Hexen 1733. Muss ich noch warten, bis das Gehalt da ist. Dann werde ich da definitiv auch mitmachen, ja. Ja, aber bislang würde ich sagen, bestbeteiligtes Crowdfunding, in dem ich beteiligt war, war bislang meines Erachtens Pathfinder, was ewig liegt.